In diesem Video geht es darum, was eigentlich das männliche Prinzip und was das weibliche Prinzip ist. Und um das zu verstehen, muss man erstmal wissen, dass die Idee oder auch das Konzept von männlicher und weiblicher Energie aus dem Dualismus kommt. Und in dem Dualismus teilt man im Endeffekt die ganze Welt oder das ganze Universum in zwei verschiedene Aspekte, zum Beispiel in hell und dunkel, in Tag und Nacht, in langsam und schnell, in oben und unten und eben auch in männlich und weiblich. Und damit sind jetzt nicht nur die Geschlechter gemeint oder nicht nur die männlichen und weiblichen Aspekte von Menschen, sondern die männlichen und weiblichen Aspekte vom ganzen Universum. Und das männliche Prinzip steht für all das, was schon immer tot war, das, was schon immer gewesen ist, das, was unveränderlich ist, die Stille, das Unendliche und das, was man in der spirituellen Szene auch als das Bewusstsein kennt. Und das Weibliche verkörpert eben das Gegenteil davon. Das heißt, das Weibliche steht für das, was sich immer wieder verändert, was immer wieder neue Formen annimmt, für das, was immer wieder geboren wird, für all das, was sich einfach in jedem Moment ändert. Und im Endeffekt, ja, steht das Weibliche einfach für das Leben an sich. Und man kann das Weibliche auch als Materie betrachten, weil Materie sich in jedem Moment immer wieder ändert, immer wieder neue Formen annimmt, immer wieder, ja, sich umändert und umändert. Und ja, so wird das männliche und weibliche Prinzip im Dualismus gesehen. Und eine wunderbare Möglichkeit, um das männliche Prinzip zu erfahren, ist, in stille Meditation zu gehen. Also auch nicht in eine geführte Meditation oder so, sondern absolute Stille. Und ja, einfach die Gedanken auszuschalten, die Gefühle auszuschalten und wirklich einfach nur in dieses unendliche Nichts einzutauchen. Und eine wunderbare weibliche Übung, um das weibliche Prinzip hautnah zu erfahren quasi, ist freier Tanz. Das heißt, einfach irgendeine Musik anmachen und ja, sich nicht großartig Gedanken machen, nicht irgendwelche Choreos einspielen oder so, sondern einfach ganz frei tanzen, wie es einem quasi gerade passt. Und ja, einfach so richtig in diese Energie eintauchen, in das Leben selbst eintauchen, in all die Gefühle eintauchen, die man dabei hat. Und in dem Moment verkörpert man dann eben das weibliche Prinzip.